So, und damit wieder ein recht herzlich willkommen zu einer neuen und eventuell letzten Folge The Evil Within. Wir haben heute Kapitel 15 und wie in der letzten Folge schon angeteasert, wollen wir natürlich Kapitel 15 auch heute beenden. Und wie wir gerade in der Rückblende gesehen haben, haben wir Nicole Kidman gesehen und uns selbst und haben uns selbst erschossen. Ist das richtig? Also, auf jeden Fall gucken wir uns heute mal Kapitel 15 an. Wir werden es heute anfangen und auch beenden. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, ist hier niemand mehr. Müsste das auch unser letztes Kapitel für dieses Projekt sein. Gut, dann gucken wir doch mal kurz, was uns hier noch im Tagebuch von Sebastian erwartet. Internes Gesprächsprotokoll, 13. März 2013. Ermittler Vieh. Sie wissen, warum Sie hier sind, Detective Castellanos, weil Sie Ihren Job nicht machen. Sie haben eine unautorisierte Ermittlung unter Einsatz von Mitteln des KCPD durchgeführt. Außerdem gibt es Berichte von Drohungen, Einschüchterungen und physischer Gewalt. Wenn Sie irgendwelche Beweise für diese Anschuldigung hätten, würden Sie jetzt meine Marke und meine Waffe kassieren. Sie waren offensichtlich vorsichtig, sonst hätten wir die schon längst. Aber wir behalten sie im Auge. Da sind Sie nicht die Einzigen. Was soll es heißen? Beschatten Sie mich weiter, dann finden Sie es bald genug heraus. Wenn Sie so weiter trinken, müssen wir das gar nicht. Okay. Ruvik? Leslie? Alter, was ist denn mit... Was geht denn jetzt ab? Ja klar! Geh, warte mal, wir gucken mal ganz kurz, wen wir hier noch so finden. Missing. Vermisstes Mädchen. Vermisst. Sternchen. Kurze braune Haare, braune Augen. Hört auf den Spitznamen. Sternchen. Was ist denn jetzt hier los? Da ist Leslie. Zu gucken, was er hier so hat für Probleme. Leslie! Hier lang. Bitte was? Warum? Alter, okay. Also, wir folgen jetzt mal Leslie. Bevor wir aber Leslie folgen, sollten wir vielleicht unser Leben nochmal maximieren. Einfach just for the case. Und wie wir schon aus der letzten Folge kennen, wir haben keine Munition mehr. Oder nur noch super wenig. Munition. Wo sind wir hier? Was ist das? G278. Optik North L. Okay. Leslie? Wo führst du uns lang? Also wie es aussieht, sind wir in Water BPL. Immer noch in dem... Na, in der Nervenklinik. Irgendwo in den Katakomben, würde ich jetzt behaupten. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt. Aber da ist sie bei dem Spiel und bei mir allgemein gar nichts. Ja, verwirrt sein gehört zu mir wie alles andere. Okay, Taste benutzen. Also gut, Kleiner, wo führst du mich hin? Ja, das würde ich jetzt auch gerne wissen. Leslie? Warum gehen wir hier hin? Und was passiert? Hallo? Okay. Erdbeben und die Sprenkelanlage geht an. Nice. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Okay. Warum führt uns Leslie hier durch dieses Labyrinth? Und warum ist Leslie jetzt halbwegs normal? Der Laden stürzt ein. Ihr wisst, was ich meine.
Vorher war er so ein bisschen hier in lang. Sich gekehrt. Ja, ist ja gut. Beruhig dich. Beacon, genau wie Joseph gesagt hat. Oha. Okay, also, wir sind jetzt wieder bei der Nervenklinik. Irgendwie hin teleportiert worden. Why not? Und ja, wir gehen jetzt erstmal gucken, was uns angesichts des Bösen, was uns jetzt hier oben wieder erwartet. Das ist Leslie. Hey, Leslie. Okay. Nochmal. Hier gibt es noch ein paar Kisten. Die sollten wir vielleicht nicht außer Acht lassen. Gibt es hier noch weitere Kisten, die ich jetzt gerade übersehen habe? Weil vielleicht ist ja, versteckt sich ja da ein bisschen Munition. Ey, und wir werden immer weiter vorteleportiert. Und ich bin mal jetzt ehrlich. Ich glaube, dass wir wirklich den Assassinen, den wunderschönen, gleich, dass das gleich unser Endgegner wird. Und ich habe keinen Schimmer, wie ich gegen den vorgehen soll. Okay, hier hat alles angefangen. Ich hab's gewusst. Ja, was hast du gewusst? Also außer, dass jetzt hier alles angefangen hat, was ich mir schon fast erahnt hatte. Ja. Können wir jetzt einfach hier nochmal genauer gucken. Weil hier sind wir, glaube ich, rausgerannt. In der ersten Folge. Genau, da ist ja der Fahrstuhl. Da sind wir ja ein bisschen geflüchtet. Und, ja. Der Weg führt uns wieder hier zurück. Und die Melodie ist mega. Zeigt erstmal, dass hier irgendwas gleich noch passiert. Oh ja, und ich krieg hier Medi, Moon, Geglibber. Jetzt würde ich gerne nochmal einen Safe Room haben, damit ich jetzt mein Leben nochmal verbessern kann, weil jetzt haben wir nämlich genau die 25.000, die wir benötigen, um das Maximum an Leben rauszuholen. So, hier war der Dock, den wir gefunden hatten. Hier hatten wir dann über die Überwachungskamera, bisher aus der ersten Folge, zum ersten Mal den Assassinen gesehen. Und ist hier noch was? Ja, hier gibt es nochmal Leben. Ja. Ich bin gespannt. Oh Gott. Bisschen gespannt und ein bisschen aufgeregt. Und ich glaube, ich werde auch ein bisschen frustriert sein, wenn es denn zu dem Endboss-Fight geht. Because of. Ihr wisst, wie meine Endboss-Fights aussahen. Nie gut. Ich habe es nie beim ersten Mal geschafft. Okay. Jetzt gehen wir hier ganz gechillt durch. Sehen erstmal noch gar nichts. Und müssen jetzt wieder runter in die Katakomben? Sag mal, ist das euer Ernst? Ja, ist euer Ernst. Ich muss wieder nach unten. Kann ich irgendwie auch mich runterrutschen lassen? Nein. So, ich bin immer noch irgendwie ein bisschen nervös, weil wir, wie gesagt, nur zwei Schuss mit der... mit dem Gewehr haben. Ist das Ruvik? Tausend weitere Empfindungen, als sie mein Großhirn sondierten, meine Arbeit begutachteten. Eine Unendlichkeit der Intensitäten. Schmerz. Lust. Sorgen. Ja. Ekstase. Vermischten sich zu einem einzigen, durchdringenden Geräusch, bis die Dunkelheit durchbrochen wurde von Funken wie glitzernde Sterne.
Okay. Der Schmerz, das Geräusch und das Licht vermischen sich und nehmen Form an. Es ist der Ort, der mir so bekannt ist. Mein Gefängnis, mein Heim. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Okay, es war eine Aufzeichnung. Also es war ein Tone Band. Ich habe irgendwie Angst vor Fallen hier, was wir gerade gehört haben. Aber gut, gut. Cool. Ist auch gar nicht beklemmt hier unten. Und ich hoffe jetzt nicht, dass wir... Haben wir eigentlich den bösen Wicht mit dem Safe-Kopf wirklich gekillt? Oder kommt er jetzt uns hier gleich wieder entgegen? Runterklettern? Als ob ich in die Jauche da runterklettern. Aber hier sind wir doch auch gelandet. Wir sind doch hier runtergerutscht. Oh nee. Müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurückgehen? Den wir letztes Mal gekommen sind? Ja, okay. Da ist Rubik. Wir gehen nochmal ganz kurz nach hier hinten, weil wir hatten ja hier letztes Mal auch schon ein paar Teile. Okidoki, also uns führt's wieder zurück zur ersten Folge. Ja, moin. So, hier kam ich nicht rein. Wir hatten ja letzte Mal, hier hatten wir ein Dokument. Genau, das hatten wir ja gelesen. Neue Notiz aus der Organisation, genau. Da. Ich weiß zwar nicht, warum wir jetzt die jetzt nochmal aufnehmen konnten. Aber mich würde jetzt natürlich nochmal wahnsinnig interessieren, ob sich jetzt hier... was verbirgt. Bei der ersten Folge sind wir in den Raum reingegangen. Und da war nichts. Einfach nothing. Jetzt haben wir zumindest 5 Teile. Womit wir uns nochmal Bolzen machen könnten. Okay, die Tür haben wir jetzt aufgemacht. Kann ich jetzt auch nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt hier durchrennen, nochmal ganz kurz hier gucken. Weil hier sind wir ja nach oben. Und hier gibt es sogar noch... Hier gibt es die Leiter nicht mehr. Ja, hier sind wir die Leiter hochgeklettert. Okay. Okidoki. Das ist die große Frage. Müssen wir da lang? Oder müssen wir da lang? Also wir können... das sieht aus wie... Nee, das sieht aus wie... Dass wir da hinten am Ende hin müssen, oder? Ich bin echt am Überlegen, ne? Nee, komm, wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Ich weiß, das ist jetzt Blödsinn. Aber wir gehen hier trotzdem nochmal ganz kurz zurück. Aber hier können wir derzeit noch nichts machen. Okay, das heißt... Mal die Tür auf. Wir gehen doch hier lang. Die Tür auf. Nice. So, ich habe immer noch Schiss, weil, wie gesagt, keine Munition. Und die Ausdauer ist auch wieder sensationell schlecht. Mal wieder. Okay. Was haben wir hier? Warum kommen wir hier? Weil hier ist doch jetzt nur Munition. Warum waren wir jetzt hier? Also warum hat uns das Spiel jetzt hier hingelassen? Wenn wir doch gar nicht hier hin müssen. Ja, ist ja gut, beruhig dich. Wir müssen auf jeden Fall dann in das andere Tor. Wir haben jetzt, wie gesagt, da nochmal ein bisschen Munition bekommen. Super, 2 weitere Schuss für die Snipper. Heißt aber noch lange nicht, dass wir jetzt hier durchkommen, oder? Doch. Kann ich hier durch? Ach du Scheiße. Ach du meine Güte. Was machen wir denn jetzt? Ja, nice. Tür ist erstmal zu. Ja, das ist mir eindeutig ein bisschen zu ruhig. Wobei, ja, ich bin gar nicht so traurig, dass es so ruhig ist. Weil, wie gesagt, keine Munition. Und ich kann mich auch super schwer wehren. Okay, warte. Bevor wir jetzt hier loslegen, gucken wir nochmal ganz kurz. Hier habe ich noch ein bisschen Munition. Die nehmen wir jetzt auch so erstmal mit. Die Magnum.
Ach du Scheiße. Okay, wir müssen hier hoch, rennen. Gucken wir mal einmal ganz kurz, ob wir hier noch was anderes finden. Nope. Leslie, wo bist du? Ich hab dich ja gerade noch gehört, Leslie. Was ist denn das für eine Konstruktion? Okay, wir haben hier wieder zwei Türen. Zwei Chances. Okay, hier geht's da lang. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, was es hier gibt. Und hier geht's zum Fahrstuhl. Okay, Fahrstuhl machen wir danach. Wir gehen jetzt erstmal hier kurz rein. Hallo, hallo, hallo. Hallöchen, Problemchen. Hier gibt's nochmal Munition. Und ein Band zum Hören. Als ich bemerkte, dass Jimenez mich hintergangen hatte, war es schon zu spät. Ich war so nah dran. Er wusste es. Er wusste, dass ich zu sehr auf meine Sache konzentriert war, um die Männer zu bemerken, die er mitbrachte. Ansonsten wären sie nie an meinen Fallen vorbeigekommen. Ihr Apparat ist die Pervertierung meines eigenen. Des Apparats, den ich hätte bauen sollen. Meine Daten, meine Ausrüstung, meine Theorie, mein Geist. Okay. Sie haben meine sterbliche Hülle ersetzt mit einer neuen Dimension der Qual. What? Also was hier abgelaufen ist, ist sowieso von vorn bis hinten einfach nur krank. Ja, sind wir mal ehrlich? Das ist nicht normal, was hier läuft. Aber okay, gut. Dann nehmen wir mal als nächstes den Fahrstuhl. Ich liebe Fahrstühle im Horrorspiel. Ich hasse es wie die Pest. So, jetzt weiter. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Okay. Also ich freue mich ja schon immer, wenn ich in einen Fahrstuhl reingehe, dass wir, wenn wir nach oben fahren, das ist immer sehr angenehm, nach unten hat immer so ein mulmigen Nachgeschmack. Weil es heißt ja meistens Keller. Aha. Wo sind wir denn hier? Sind wir hier auf dem Hinterhof oder was? Da ist Leslie. Okidoki, Leslie. Hier geht's wieder runter. Wir gehen jetzt noch nicht zu Leslie, sondern wir gehen jetzt einfach mal hier kurz runter, um zu checken, wo es hier lang geht. Vielleicht finden wir ja hier noch ein paar tolle Sachen. Wie zum Beispiel Geglibber und ein Kartenfragment. Nice. Okay, also Geglibber haben wir. Kartenfragment haben wir. Check. Na, dann gehen wir jetzt mal wieder nach oben zu Leslie und schauen mal, was uns da Leslie gleich erzählt. Wenn mein Typ hier nicht andauernd irgendwie konditionstechnisch auf gut Deutsch im Arsch ist. So, jetzt sind wir hier wieder hier oben. Da haben wir Leslie. Leslie? Okay. Ohne Worte. Also, wortwörtlich ohne Worte von Leslie. Worauf ich überhaupt noch gar nicht eingegangen bin, ist, in der letzten Folge hatten wir Nicole Kidman, die ja Leslie töten wollte. Und wir wissen noch nicht, warum. Also es muss ja wahrscheinlich irgendeinen Grund gehabt haben, warum Nicole Kidman der Meinung ist, Leslie muss sterben. Aber gut, das hat sich jetzt bis jetzt noch nicht herausgestellt, warum. Ich meine, ich kann mir das gut vorstellen, dass vielleicht alles von ihm ausgeht. Also, der ganze Parfüm da. Wobei ich ja immer noch die Theorie habe, dass wir selbst einfach in der Psychiatrie sind. Durch den Vorfall, den wir eben teil erlebt haben mit unserer Tochter, unserer Frau und so weiter und so fort. Und dass wir selber eigentlich gefangen in unserer eigenen Welt sind.
Aber das werden wir jetzt mal herausfinden. Okay. So, Kontrollpunkt. Leslie, hier ist ein Safe Point. Das finde ich ganz geil. Da werden wir jetzt auch gleich nochmal reingehen. Weil dann werden wir unsere Stats direkt hier verbessern. Finde ich auch gut. Genau, jetzt haben wir einmal gespeichert. War natürlich jetzt sehr clever, weil wir werden jetzt erstmal unsere Stats nochmal verbessern. Und zwar unser maximales Leben generieren. Lebensanzeige. Nice. Aufs Maximale. Und jetzt haben wir nämlich nur noch 7000 zerquetscht. Mit den 7000 kann ich nicht viel anfangen. Und jetzt werden wir nochmal speichern. So, damit haben wir jetzt nochmal zwischengespeichert. Damit wir natürlich danach, wenn wir sterben, was auf jeden Fall passieren wird, bei der Munitionslage, die wir haben, nicht wieder, ne, das anfangen müssen. So, den Part haben wir gesehen. Und zwar am Anfang, wo wir die erste Folge hatten, wo wir... Hey, verdammt! Wo wir, ich weiß, dass du da draußen bist! Durch die Kameras geschaut haben. Ist ja gut durch dich, Alter. Wer bist du, ey? Passen Sie auf sein Auge auf. Was? Wenn Sie leben wollen, meiden Sie Ruviks Auge. Passen Sie auf sein Auge auf. Was soll das bedeuten? Das werden Sie sehen. Was? Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Also, wir haben, glaube ich, den richtigen Hinweis bekommen. Armer Kerl. Ruhe in Frieden. Dass wir, wenn wir gegen Ruvik antreten, was auf jeden Fall passieren wird wahrscheinlich, wir nicht in seine Augen gucken sollen. Oder zumindest nicht gucken. Vielleicht ist er auch nur verwundbar, wenn wir auf die Augen schießen. Who knows, who knows? Das werden wir herausfinden. Wir werden ihn jetzt aber erstmal hier, ihmchen hier, verbrennen. Einfach nur vorsichtshalber. Ist okay, aber wir haben doch hier reingeguckt. Kann ich hier auch rein? Nee, kann ich nicht. Kann ich... Hallo? Ja, da bekommt es auch gleich eine ganz andere Bedeutung, wenn es heißt, I'm watching you. Was ist hier los? Gegen... Ja, genau. Gegen wen oder was trete ich denn jetzt hier eigentlich alles an? Hier finde ich erstmal ein bisschen Munition, was ich okay finde. Ja, jetzt kommen doch von da auch noch welche oder was?
Wollt ihr mich verjoken oder was? Oder wie? Oder wer? Oder wo? Okay. Dann geht's aufs Fressbrett, Fräulein. So, 14 Schuss. Nice. So, von wo kommen jetzt die restlichen? Genau, die spawnen einfach da unten. Jetzt kommt er hier wieder. Alter, der ist ja auch wieder. Nice! Nice! Okay. Das war jetzt mal nicht so übel. Das war auch nicht übel. Das war clever gelöst. Muss ich mich mal selbst beneißen. So, habt ihr was fallen lassen? Okay. Gibt's denn noch weitere Viecher, die jetzt hier kommen? Von irgendwo kommt da noch was, oder? Ja, wo kommt die denn alle her? Alle drei. Oh, danke. Hier gibt's auch noch. Munition alle. Wo kommt ihr denn auf einmal alle her? Kommt mal alle mit. Snap. Und Snippity Snap. So. Gehen wir nochmal kurz hier hin. Wuppa! Da kam doch jemand gerade noch ganz schnell hierher. Wir können ja nochmal ganz kurz hier gucken. Weil wir haben ja noch die Mag, ne? Ja moin, wo kommt er denn auf einmal her mit einem Raketenwerfer? Dein fucking Ernst? Fuck you, ey. Soll ich den nicht treffen? Okay, warte. Für den Jungen holen wir uns mal kurz die Snipper. Jetzt hat er einen. LOL! Warum? Wow! Was ist denn hier? Kurz mal nachladen. Danke. Ist ja gar nicht aufregend hier. Lass mich doch in Ruhe, mein Freund. Mit der Kettensäge. So, warte. Machen wir uns das jetzt mal einfach. Bitte mal ganz kurz hier hoch. Wir hoffen, dass er hier nicht so schnell hochkommt. Machen uns noch mal ganz kurz ein paar Bolzen. Okay, da haben wir ihn. So, ein gibt's noch. Den da. Okay. Junge, das war jetzt gerade ein bisschen aufregend. Aber ich muss sagen,
auch mit der wenigen Munition, die wir hatten, das Spiel war dennoch sehr, sehr nett zu uns und hat sehr viel Munition droppen lassen. Muss man mal... Also, muss ich ja mal sagen, war okay. Wir gehen jetzt weiter nach vorne. Oh Mann, das sieht doch auch nicht gesund aus. Ich sag so wie es ist, das sieht doch schon wieder aus wie ein zweiter Bossfight. Genau. Ja, ich wusste das doch. Ficker, Alter. Komm mal her hier. Nee, du nicht. Auch nicht du. So. Wo bist du? Wo bist du? Nice. Und? Erledigt? Hallo? Seid ihr jetzt tot? Nein, du bist nicht tot. Komm mal her hier. Jetzt ist er erledigt. So. Richtig? Richtig. Jetzt gibt es natürlich noch die Frage, habt ihr was liegen lassen? Das würde mich jetzt richtig freuen. Okay, ihr habt ein bisschen was liegen lassen. Ihr habt auch was liegen lassen. So, das ist ja erstmal gleich hier wieder verbessern und aufnehmen. Sehr gut. So, damit sind wir jetzt hier, haben wir uns durchgekämpft. Und sind, glaube ich, auf dem Weg zum Endboss, zu Ruvik. Oh nein. Oh nein. Das heißt doch hier wieder nichts Gutes. Das heißt doch nichts Gutes, Gutes. Das sieht nicht schön aus. Wir werden drauf gehen. Kann ich die hier einfach ausschalten? Nee, kann ich nicht. Warum ist denn das auch so extrem grell gerade? Also hier sind noch die ganzen Viecher, die irgendwann sich starten lassen. Die wir aber eigentlich nicht starten wollen. Okay, hier gibt es wieder ein bisschen Munition. Fallen haben wir aktuell nicht so viele gehabt. Also eine aktuell. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Aber wie gesagt, ich habe keinen Schimmer, was uns jetzt hier gleich erwartet. Okay, hier sind noch ein paar Fallen. Die werden wir jetzt erstmal nochmal entschärfen. Wieder ein knappes Ding. So, jetzt nochmal die Shoddy durchladen. Ja, damit haben wir wieder auf jeden Fall ordentlich Muni. Fuck you, Alter. Munition gesammelt. Und auch gleich zwei. Ja, ist klar. Kommst du hier durch, wa? Na? Wo bleibst du denn? Oh Gott. Bist du da? Okay!
I'm going. Ja. Ah ja, jetzt lasst ihr die Dinger hier fallen, wa? Das ist euer Ding hier. Womit schlägst du denn auf einmal zu? Mit was für einer Fleischwurst? Ja, Hallöchen! Das ist dein fucking Ernst? Alter. Alter, Alter, lass mich doch durch. Okay. Ja. Und ja. Okay, das müssen wir ein bisschen cleverer angehen. Warte kurz, ich muss mal ganz kurz Medizin zu mir nehmen. Kannst du ein bisschen schneller laufen? Das wäre sehr nice. Mach zu. Danke. Kann ich nämlich hier in Ruhe den Kram auseinandernehmen? Alter, ist ja mal gar nicht hektisch. Ist ja gar nicht hektisch. Und da kann er nicht kommen. Alter, wie viele Dinge haben die denn hier hingeschmissen? So, warte kurz. Kommst du hierher? Warte kurz. So, einen davon habe ich auseinandergenommen. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Okidoki. Was ist jetzt los? Ist nicht euer fucking Ernst. Ist nicht euer fucking Ernst. So, da sind wir wieder am Anfang. Leider standen wir so kurz davor, die beiden Dinger da kaputt zu klatschen. Nur leider hat sich das Spiel gedacht, ich schließe. Ich beende das Game. Ich habe keine Lust, dass ich heute das Spiel hier beende mit Benny zusammen. Macht keinen Sinn. So, einen Schlag mit der Fleischpeitsche halte ich aus. Warte, warte, warte. Okay, jetzt werde ich ein bisschen nervös. Alter, endlich. Meine Fresse, das war aber jetzt aber auch ein Kampf, ey.
Ein Kampf und ein Krampf mit den Viechern. Leck mich am Arsch. Okay. Also haben wir den Part auch durch. Obwohl das echt, das war ein ganz schlimmer Part gerade. Richtig frustriert. Vor allen Dingen, wenn das Game einfach so kurz vor Ende abkackt, verstehst du? Also. Naja. Egal. Wir haben es durch. Und sind jetzt in einer Traumwelt? What the fuck? Rufik. Ich habe diese Welt erschaffen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Du kannst mich hier nicht festhalten. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte eigentlich. Ja, lass mich raten. Dieses Auge muss ich kaputt klatschen. Und davor habe ich so 5000 Gegner. Genau. Was sind das für Leuchten? Darf ich die nicht betreten? Ah, okay, ich werde immer wieder zurückgesetzt, wenn ich da durchlaufe, okay. Nein. Das heißt, ich muss hier ein bisschen tricky agieren. Was aber in erster Linie kein Problem für mich ist. Hoffe ich. Okay, nice. Nice, 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 nice. Okay. Nein. Hallo? Okidoki, oki, ledoki. Wie kann ich denn das jetzt bitte machen? Hier kann ich ja auch nicht einfach durch, oder doch? Geht das so? Okay, das geht so. Okay, hier kann ich also irgendwie durch. Nice. Hier wird es jetzt schwierig. Weil hier auch das Licht ist. Okay, und wir sind auch instant tot. Okay. Oder darf ich nicht ins Licht? Macht das Licht irgendwie Probleme? So, nochmal. Wir gehen hier lang. Ich bleib jetzt mal hier mit Absicht stehen. Um zu gucken, was passiert. Also ich muss doch direkt nach hier. LOL! Ich bin doch die ganze Zeit so gelaufen. Das rough ich nicht, ey. Ja, manchmal rough ich das Spiel wirklich nicht. Ja, nice! Aha. Ich darf die Pfützen nicht betreten. Ey, bitte lass mich jetzt da wenigstens wieder. Okay, ich muss an den Pfützen vorbei. Natürlich wieder invertierte Steuerung. Warum auch immer. Das Game mag es einfach, einen so wegzubumsen. Ah, wenigstens beim zweiten Anlauf geschafft. So, wow. Alter, jetzt bin ich hier wieder auf diesem Hinterhof, wo wir doch Leslie gesehen hatten. Alter, ich raff das Spiel nicht. Das ist ja mal mega Psycho-Kacke. So, jetzt lass mich raten. Jetzt kommen wir zum Endboss-Szenario-Fight mit Rubik, richtig? Wo es jetzt ums Auge geht. Vor wegen, guck ich nicht in sein Auge. Kann ich jetzt eigentlich hier rein? Nein.
Ich könnte jetzt aber safen gehen, richtig? Okay, gehen wir zumindest erstmal saven. So, gesaved haben wir. Wir können unsere Stats leider nicht mehr verbessern, weil, ja, der ist nicht mehr da. Das ist ein bisschen nervig, weil wir haben jetzt natürlich ordentlich geglibbert uns besorgt. Jetzt fahren wir wieder Fahrstuhl, weil es so nice war. Fahren wir wieder nach oben, weil wir sind ja vorher nicht nach oben gefahren. Jetzt kommt natürlich Endboss-Szenario Rubik, der uns dick auf die Fresse gibt. Und ich gefühlt 24.000 Mal sterben werde. Da habe ich richtig Bock drauf. Alter, wo fährt denn der Fahrstuhl mit uns hin? Wenn ich hier lebend rauskomme, setze ich nie wieder einen Fuß in einen Aufzug. Ja, das würde ich an deiner Stelle auch nicht machen. Also, Alter, wo fährt er denn? Hallo? Fährt er denn mit uns? Ja, klar. Ah, wir sind hier. Das Gehirn von Ruvik, beziehungsweise von hier aus, würde ich jetzt behaupten, macht er alles. Hallo? Steuerung? Das kann nicht sein. Oh. Guck mal da. Joseph. Nee, das bin ich. Hilfe! Hilfe! Sebastian, geh weg von ihm. Sebastian, hör mir zu. Hör auf. Du willst doch dasselbe wie wir. Gut, ich verstehe. Du bist nicht der junge Detective und das ist nicht irgendein gewöhnliches Kind. Du hast Joseph getötet und auf mich geschossen. Für mich sind das im Moment ausreichend Gründe, dir nicht zu vertrauen. Du bist ein guter Mensch. Deshalb habe ich... Es macht keinen Sinn mehr. Wenn du weißt, wer dieser Junge ist, wenn du irgendetwas weißt, dann weißt du, warum er nicht weiterleben darf. Blödsinn. Es ist Ruvik. Er ist derjenige... Leslie!
klar, Alter. Du bist ja auch gar nicht mal... hässlich. Was zum Fick soll ich denn jetzt machen? Einfach wegrennen? Okay. Okay, okay, okay. Versuche einfach der Hand so weit wie es geht auszuweichen. Damit er mich nicht gegrabbelt bekommt. Ja! Und Ronny. Als ob ich gegen den ankomme. Da ist ja nur die große Frage, wie? Der haut gegen Gebäude, durch Gebäude, der macht alles platt. Klar. Geil, da gibt's ein Maschinengewehr drauf. Komm hoch, komm hoch. Komm hoch. Nimm das Maschinengewehr. Nimm es. Nimm es und lass uns ihn wegrotzen. Einfach ruf da, ruf da, ruf da. Ah, ruf da. Ich pratze einfach nur da irgendwo rauf. Ich versuche irgendwie am Gehirn zu treffen. In der Annahme, dass ich ihn damit kaputt fletsche. Kann ich weiterschießen? Bitte, bitte lass mich weiterschießen. Bitte, 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 halt dich fest, 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 halt dich fest. Alter, was passiert hier? Er sagt nicht, dass ich deswegen gestorben bin. Klar, er hat es überlebt. Geil, nimm die Bazooka. Nimm die RPG. Nimm sie! Jawohl! Und jetzt, wohin? Ist hier einfach auf dem Bauch vielleicht? Ich nehme jetzt einfach die Mitte, ohne zu wissen, wo ich hinziehen muss. Weil der Typ bewegt sich ja so fies. Lol. Bitte, 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 bitte. Jawoll! So, komm. Alter, jetzt hat er sich nochmal bewegt. Das ist unfassbar. Oh, Shitty McTitty! Ich bin tot. Ah! Verdammt! Okay, 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 okay. So, ist auch wieder viel zu nah eigentlich. Aber das hat jetzt auf einmal hat's gereicht, ihn zweimal zu treffen. Und er lebt immer noch. Okay, wir haben zumindest den nächsten Kontrollpunkt. Nice. Ja, und jetzt muss ich gegen ihn so kämpfen, oder was? You
Haben wir es jetzt geschafft, oder was? Ich habe diese Welt erschaffen. Du kannst mich hier nicht festhalten. Rufik. What the fuck? Kann ich einfach hier das da kaputt machen? Ich erledige das. Ja, und wie? Zerstören. Jawohl. Als ob das jetzt schon alles war. Kann ich das jetzt hier irgendwie kaputt machen? Noch zusätzlich? Einfach vorsichtshalber verbrennen? Oder auch drauftreten? Geht auch. Lebenszeichen, Sir. Lasst ihn hier. Und die beiden auch. Die gehen nirgendwo hin. Nirgendwo. Los, los, los! Detective! Sind Sie okay? Ist noch jemand hier? Ich brauche ein wenig echte, frische Luft. Krass! Also als erstes muss ich auch mal sagen, wir haben es endlich geschafft, The Evil Within durchzuspielen.
So, ich hoffe trotzdem, ihr hattet ein bisschen Spaß bei diesem Projekt. Damit haben wir das Projekt zumindest The Evil Within erstmal abgeschlossen. Es gibt ja noch einen zweiten Part. Mal gucken, ob wir das auch noch bei uns auf unserem Kanal bringen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst, gerne ein Abo dalassen. Und wir sehen uns einfach bei einem nächsten Projekt wieder und bis dahin sage ich erstmal reingehauen! Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin. It just turns itself around and around. The night jokes tight.